Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Die Unternehmenskreditplattformen sind während der Corona-Krise von Kreditanfragen schier überrollt worden. Tatsächlich arrangiert worden sind aber gar nicht so viele Kredite. Das hat auch an der Qualität der Kreditnehmer zu tun gehabt und der Anlässe. Dieses Jahr sieht es aber ganz anders aus. Dieses Jahr verzeichnen die Plattformen ein sehr starkes Wachstum. Bei CreditShelf zum Beispiel liegen wir nach 9 Monaten um 60% über Vorjahr beim tatsächlich arrangierten Kreditvolumen. Wir fragen heute mal, ob das nachhaltig ist, ein Corona-Nachholeffekt, und auch, wie es weitergeht im nächsten Jahr mit den Kreditnehmern und den Plattformen. Und zwar bei Daniel Bartsch, dem Gründer und Vorstand von CreditShelf. Herzlich willkommen hier bei uns bei Finance TV. Ja, vielen Dank und schöne Grüße. 60% nach 9 Monaten liegen Sie vorne beim arrangierten Kreditvolumen. Hand aufs Herz, wie viel davon ist ein Nachholeffekt aus dem schwierigen letzten Jahr? Wir sehen tatsächlich, dass Nachfrage sage ich mal, weiterhin sehr, sehr stark ist. Und wir gehen nicht davon aus, dass es im nächsten Jahr reduzieren wird, sondern die Unternehmen brauchen jetzt wieder Kapital. Wir gehen allmählich aus der Krise raus. Es muss investiert werden. Und da braucht der deutsche Mittelstand Unterstützung. Und insofern glauben wir, dass es ein nachhaltiger Trend ist, den wir da sehen. Was hat sich denn in der Struktur der von Ihnen arrangierten Kredite verändert gegenüber letzten Jahr? Sind Sie längerfristiger geworden, riskanter oder bonitätsstärker, größer, kleiner? Geben Sie mal einen kleinen Einblick, bitte. Ja, was wir sicherlich gesehen haben in der ersten Welle der Corona-Situation, dass viele Unternehmen dann auch über die KfW-Hilfsprogramme unterstützt wurden. Gleichermaßen ist es so, dass da auch einige Unternehmen aus dem Raster rausgefallen sind. Ich denke insbesondere an den Mittelstand von morgen, junge Wachstumsunternehmen, die spannende, interessante Geschäftsmodelle haben, die stark skalieren, die noch nicht immer profitabel sind und daher auch nicht für KfW beispielsweise qualifizieren. Insofern haben wir hier sicherlich auch einen Grundstein gelegt, diesen Mittelstand von morgen zu finanzieren. Und parallel dazu sehen wir aber auch unterdessen wieder stärkere Nachfrage vom klassischen deutschen Mittelstand, von Unternehmen, die in Ergänzung zu ihren Banken weiterhin Finanzierungsbedarf haben, typischerweise auf unbesicherter Basis. Insofern ein gesunder Mix, was die Laufzeiten betrifft, sehen wir eigentlich weiterhin ein stabiles Geschäft, eher bei kürzeren bis mittleren Laufzeiten tatsächlich. Und insofern sind wir da sehr, sehr guter Dinge. Können Sie spezifizieren, wie hoch der Anteil dieser sogenannten Scale-Ups mittlerweile ist auf Ihrer Kreditplattform? Ja, es ist so, dass der Anteil wächst. Also das Segment hat sicherlich jetzt über die letzten 1,5, 2 Jahre ist es stärker gewachsen als der klassische KMU-Anteil. Wir gehen davon aus, dass das Segment für uns weiterhin sehr interessant bleiben wird. Wir glauben allerdings auch, im nächsten Jahr mit dem Auslaufen der KfW-Programme wird auch die klassische Mittelstandsnachfrage für unsere Plattform wieder interessanter werden. Insofern bleibt es interessant zu sehen, wie sich die Gewichte verschieben. Aber ich kann sicherlich sagen, das Thema Wachstumsunternehmen wird für uns in Zukunft auch ein sehr spannendes bleiben. Was für Finanzierungen bieten Sie diesen Wachstumsunternehmen denn an über CreditShelf und warum ist das besser als das, was Sie vielleicht anderswo bekommen können? Ja, diese Firmen sind, wie ich es vorher gesagt habe, der Mittelstand von morgen. Das sind oft Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle haben. Ich denke an Software as a Service, Cloud Computing, E-Commerce und dergleichen. Also eher Asset Light. Gleichermaßen wachsen sie sehr schnell, brauchen dafür auch weiterhin viel Kapital, sind noch nicht zwingend Break-Even, aber klarerweise und absehbar auf dem Weg dahin. Alles das macht es für klassische Banken etwas schwieriger, solche Unternehmen mit Fremdkapital zu begleiten. Das heißt, die Ausweichmöglichkeiten für diese Unternehmen liegen regelmäßig auf der Equity-Seite oder neuerdings auch auf der sogenannten Venture-Debt-Seite. Und wir bieten einfach als CreditShelf hier einen interessanten Baustein, Fremdkapitalfinanzierung in Form von Kredit. Laufzeiten typischerweise für diese Segmente auch im mittleren Bereich, so 36 Monate, 48 Monate sind so Sweet Spots, die wir da sehen. Und insofern können wir diesen Unternehmen da Kapital bereitstellen, auch in nennenswerter Form, was ihnen einfach hilft, ihr weiteres Wachstum zu bestreiten. Das sind ja komplett andere Schuldnerprofile als die klassischen, die man von CreditShelf kennt. Das waren eher Industrieunternehmen aus dem Mittelstand, bonitätsschwächer, vielleicht Handel, Automotive, die viel Working Capital finanzieren mussten und da Schwierigkeiten hatten. Jetzt kommen Unternehmen mit einem schlanken Geschäftsmodell, aber einer noch nicht ausreichenden Profitabilität hin. Kann Ihr Rating-Tool, Ihr Kreditvergabeprozess das unter einem Dach abdecken oder haben Sie da verschiedene Prozesse implementieren müssen? Es ist so, dass der Analyseprozess das sehr gut abdecken kann. Gleichermaßen ist es so, dass bei diesen Unternehmen die qualitative Analyse, insbesondere des Geschäftsmodells, natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle auch spielt. Das heißt, der Blick nach vorne, die Frage, wie diese Unternehmen sich entwickeln in ihrem Markt, auch die Frage, was gibt der Markt her perspektivisch und wie entwickeln sich die Dynamiken. Das sind sicherlich Themen, bei denen man da sehr, sehr genau auch hinschauen muss, um sich auch eine View darauf zu bilden.
Das machen wir mit unseren Analysten. Aber weiterhin im Kern dessen, was wir tun, steht die Kreditanalyse und die quantitativen Faktoren, die wir ja auch sehr, sehr automatisiert über unsere Plattform ermitteln in der Bonitätsanalyse, spielen hier eine zentrale Rolle. Wie ist denn Ihr Ausblick aufs nächste Jahr, was Kreditnachfrage und die Art der Unternehmen angeht, die sich möglicherweise Kreditplattformen wie Ihnen zuwenden werden? Ja, wir glauben, dass die Nachfrage weiter steigen wird. Wir beobachten im Gegensatz zu dem, was man vor kurzem auch in der Presse gelesen hat, seitens KfW, wo es gehießen hat, dass die Kreditnachfrage eher etwas erlangsamt. Das ist nichts, was wir bei uns aktuell feststellen können. Wir gehen auch nicht davon aus, dass es im nächsten Jahr der Fall sein wird. Insofern glauben wir, dass unser Geschäft weiterhin stark wachsen wird, auch im nächsten Jahr. Und ich denke tatsächlich, was wir sehen werden, ist, dass die klassischen KMU-Finanzierungen auch wieder stärker an Bedeutung gewinnen werden, insbesondere weil die Hilfsprogramme auslaufen, die KfW-Schnellkredite und haftungsfreigestellten Kredite werden passé sein. Die Banken werden wieder stärker ihre eigene Bilanz bewegen müssen. Und da sehen wir schon jetzt, dass es bei den Banken da durchaus mitunter zu Schwierigkeiten kommt, respektive, dass man da doch sehr, sehr vorsichtig agiert. Und die Unternehmen brauchen das Kapital jetzt. Wir stehen vor einem bedeutenden Neuanschub der wirtschaftlichen Entwicklung, so wie wir aus dieser Krise jetzt wieder herauskommen. Und insofern glauben wir, Kapitalnachfrage wird da sein, wird auf ein Banken-Environment treffen, was nicht unbedingt extrem akkommodativ ist. Und insofern glauben wir, für uns gute Voraussetzungen, um hier weiter mitzuspielen im Markt. Da wird tatsächlich einiges passieren, nicht nur bei Ihnen, sondern generell beim Kapitalmarkt im nächsten Jahr. Zum Schluss die drei Fragen von Finance TV, unsere Rapid-Fire-Questions, mit der Bitte ganz kurz zu antworten. Gerne ja oder nein, maximal ein paar wenige Worte. Die erste Frage, da müssen Sie sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber ich versuche Sie mal dazu zu bringen. Wird das Geschäft mit Wachstumsfinanzierung mittelfristig das größte Standbein von CreditShape werden? Das glaube ich nicht, aber es wird ein bedeutendes Geschäftsfeld werden und wir sehen sehr, sehr spannende Unternehmen, den Mittelstand von morgen. Zweite Frage, planen Sie derzeit noch weitere Line-Extensions bei Ihren Finanzierungsangeboten? Nun, wir schauen natürlich den Markt immer wieder an und gucken auch, wo gibt es Bedarf und wo gibt es spannende Themen. Also insofern würde ich das für die Zukunft nicht ausschließen, dass wir da noch weitere Produkte und Segmente bedienen können. Und die letzte Frage, eine immer relevante Frage bei den Kreditplattformen, wo es ja auch um das Angebot geht. Ist Ihr bisheriger Investorenpool groß genug für die Wachstumspläne, die Sie 2022 haben? Das Geschäft bei uns wird immer größer. Das bedeutet, wir brauchen Kapital, um die Unternehmen zu begleiten über unsere Plattform. Wir sind extrem froh, dass wir jetzt gerade in diesen Tagen eine neue Erweiterung mit der Fiberbank, sogenannte Amsterdam Trade Bank früher, beschlossen haben. Wir weiten das Volumen mit der Fiber auf 120 Millionen Euro aus. Das ist ein nennenswerter Meilenstein und dieses Kapital steht zur Verfügung ab sofort auf unserer Plattform. Und wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft weitere Investoren und Refinanzierungspartner auf der Plattform begrüßen können. Das ist eine gute Nachricht für den deutschen Mittelstand. Liebe CFOs, Sie haben es gehört, es gibt frisches Geld auf der CreditShape-Plattform. Fragen Sie mal an, ob das was für Sie sein könnte. Wenn ja, drücken wir Ihnen die Daumen, dass alles gut funktioniert. Danke Ihnen, Daniel Bartsch, für das aktuelle Update und die Einblicke in Ihre Arbeit. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen bei Finance TV. Das war's für diese Woche. Schauen Sie nächste Woche wieder rein mit einer neuen spannenden Sendung. Bis dahin alles Gute, schönes Wochenende und machen Sie es gut.